Und damit herzlich willkommen zu einem verdammt lauten Menü. Patch 2.0 ist da. Kurzer Recap, was darin alles neu ist. Man kann jetzt aus Autos heraus schießen, Autos sabotieren, Autos können Waffen haben, man kann schnell aussteigen. Cops sind noch anstrengender als vorher. Sie machen jetzt auch tatsächlich was, verfolgen dich in Fahrzeugen und patrouillieren. Es gibt scheinbar ein komplett neues Skill-Menü, es gibt neue Cyberware. Und die ganze Stadt soll ein bisschen lebendiger sein. Der letzte Part war auch schon theoretisch zu 2.0 Zeiten aufgenommen, aber ich habe es noch nicht runtergeladen gehabt, deshalb war es noch ohne 2.0. Ich habe also noch keine Ahnung, inwiefern sich unsere unsere Skills verändert haben. Achso. Zeitbegrenztes Angebot. Für einen streng limitierten Quad zerbändet. War nicht so leicht, die ganzen toten Fliegen von den Fenstern zu kratzen. Und jetzt der Wagen blitzblank. Wir haben Wild von der Schönheit auf Autofixer hochgeladen. Los, schnapp ihn hier. Muss doch gar nicht Danke sagen. Okay, okay. Ich mache ja schon. Ich kenne dich wie. Ich weiß, was du willst. Was dich anmacht. Du brauchst schon mal... schau mal auf Autofixer vorbei. Du wirst schon sehen, was ich meine. Okay. Danke, tschüss. Oh, Junge. Ich hoffe, es passt gerade. Unter Rippern machen derzeit große Neuigkeiten die Runde. Könnte dich interessieren. Kein Vorspiel weg. Schieß los. Okay. Gerade sind ein paar Software-Updates für Implantate rausgekommen. Richtig nützlich, das sage ich dir. Ich habe dich zuerst informiert, weil ich dich mag und sehen will, wie du es allen anderen so richtig zeigst. Danke, Vic. Was steckt in dem Update? Naja, Systemoptimierung, neue Subroutinen, erweiterte Nutzereinstellungen, du wirst schon sehen. Hört sich gut an. Heißer Tipp, danke, Vic. Und wie komme ich an das krasse Update? So krass nun auch wieder nicht. Das kann ja jeder Rapper der Stadt verpassen. Ist kein Hexenwerk. Ah, das heißt du auch. Na klar, komm jederzeit vorbei. Man kann Revolver nicht mehr schalldämpfen. Gutes Spiel. Danke für nichts, Alter. Spaßiges Spiel. Yay, Revolver nicht mehr. Ach, fick dich, Alter. Okay, cool. Sieht irgendwie auch anders aus. Ja. Zucker. Zwei zusätzliche, okay. Also es hat sich einiges verändert. Wir schauen mal eben kurz. 1C55. Ich wollte noch nicht drücken. So. Versehentlich gedrückt. Ich könnte damit starten und darin übergehen. 7A E9 1C55 E9. Ja, geht noch. Geht nicht mehr. Schade. Krieg ich das hin? Warte, krieg ich das überhaupt hin? Warte mal. 7A E9. 1C. Bin ich auf jeden Fall da oder da? 55. Könnte ich auch. Na Junge, da könnte ich halt überall sein, ne? So, 55. E9. 55. E9. 1C. Geht nicht. Sekunde, ich guck noch. E9 geht auch nicht. Ne, sehe ich nicht. Also FF 1C 55, wäre ich da. E9 geht nicht. E9 1C. E9 geht nicht. Boah, Alter, das ist kacke, ey. E9. 1C.
Ich komme überhaupt nicht von. Warte mal, 55? Ist zu spät. Wir lassen das heute Abend. Ist wohl schon spät. Ich gehe hier einfach mal rein und schauen, was hier los ist. Servus, du siehst nicht mehr ganz so frisch aus. Kann ich hier mal eben pingen? Nee, nicht pingen, okay. Neue Geräusche finde ich jetzt gar nicht mal so cool. Verstärkung rufen, modifizierte Militär, irgendwas und irgendwas zu lesen. Ja, lass mich doch bitte lesen. Junge, ist ein Revolver laut. Okay, hier gibt's mir nicht, danke. Ja, Bruder, halbe Buch, Alter. So, sonst noch was hier unten drin? Nö. Cool. Ich bin übrigens wirklich kein Freund davon, dass man... Kann man irgendwelche Waffen jetzt noch schalldämpfen? Die hier kann man schalldämpfen. Okay, cool. Theoretisch. Ja, man kann sie noch schalldämpfen. Okay. Hat sich auch verändert. Nee, ich wollte jetzt hier bitte wieder mein... Das nehmen. Es fällt mir massiv, dass man Revolver nicht mehr schalldämpfen kann. Was zum Fick ist das? Junge, ich will mit Sicherheit kein Tiger Claws Tattoo. Hatte ich das schon immer? Ist ja ekelhaft. Hey, Junge! Hände. Ich hab keine Ahnung, wie man das rausnimmt. Frontalkortex habe ich auch so. Ach du Scheiße, Alter. Guck ich mir mal alles ohne euch an und rüste dann aus. Wieso habe ich keine Klamotten mehr? Alter, Spiel, macht doch nicht so viel anders. Was war das für ein T-Shirt? Rivers Tanktop. Ah. Ich habe keine Klamotten mehr an, weil wir eben mit River gefegelt haben, ne? Okay. Gut, ist genehmigt. Irgendwie sieht das Spiel anders aus. Egal. Wir haben das hier mal eben fertig gemacht. Das hätte ich beim letzten Part noch machen können. Egal. Karte sieht auch anders aus. Cool, I guess. Wieso ist alles aus? Filter dynamisch, Mission, Service Point, angepasst. So. Das sieht, glaube ich, ganz gut aus, hoffe ich. Nee, mir fehlt alles Mögliche, Alter. Also Aufträge fehlen mir und NCPD-Scanner-Delikte fehlen mir. So, Ripper-Docs sind mir ziemlich egal. Verkäufer sind mir ziemlich egal. Autofixer, ja. Begabor, das sind Verkaufsdinger. Erkundung... Erinnert sich aber nichts. Das sind auch nicht viele. Tarot hätte ich gerne. Meine Apartments hätte ich gerne, okay. Gut. Wir haben hier noch einen Auftrag. Obwohl wir keinen Fixer mehr haben. Also der Fixer-Ding ist hier unten fertig. Gut, ich würde sagen, das schauen wir uns mal an. Jetzt schon 8 Minuten, aber kann ja nicht so lange dauern. Ich werde so auf die Fresse fliegen mit der Aussage. Das Spiel sieht ein bisschen flüssiger aus, aber kann auch einfach daran liegen, dass ich gerade nichts bin. Also möchte ich noch nicht die Fresse so weit aufreißen und gleich leckt's wie scheiße. Kann natürlich auch sein, dass... Wie sagt Nusser, ey? Kann natürlich auch sein, dass die Grafikeinstellungen sich geändert haben. Aber eigentlich sieht's immer noch ganz okay aus. Also sieht eh nicht super. Jetzt habe ich keine Scheibe mehr. Doch, ich habe... Jetzt habe ich keine Scheibe. Oder doch, ich glaube, ich habe noch seitlich Scheiben. Ich bin mir nicht sicher, ob das vorher passiert wäre. Phantom Liberty ist noch nicht draußen, das kommt am 26. glaube ich. Dementsprechend schauen wir mal. Bis dahin sind wir leider nicht durch. Das Ding fährt wie Sacknüsse. Alter, fährt das schlecht. Ich glaube nochmal deutlich schlechter als vorher schon. Speichern mal kurz. Da ist noch eine Scheibe, glaube ich, gerade zu Bruch gegangen, oder?
Ja? Hey, ich habe hier einen Kunden. Eigentlich ist es Nancys Sohn, dem was geklaut wurde. Mhm. Und das wieder haben will. Ja, die Nancy, die bei Samurai in die Tasten gehauen hat. Eine Sache noch. Wenn du das Auto von dem Trottel mitbringen könntest, wäre das prima. Interessiert? Wenn ja, sind die Details im Anhang. Okay, cool. Gottes Willen, Alter. Es gibt ein altes Sprichwort. Gäbe es keine Narren, so gäbe es auch keine Weisen. Das gleiche trifft auf Fixer zu. Der Narr, der deine Hilfe braucht, ist ein Mann namens Dan. Dan hat ein Glücksspielproblem. Zurzeit hat er sein Auto... Zuletzt hat er sein Auto beim Poker verspielt. Ehrlich gesagt, ist er darum nicht besonders schade. Ist es darum nicht besonders schade. Und dem Typen mangelt es jetzt auch wirklich nicht an Autos. Allerdings war im Kofferraum eine Bootleg-Aufnahme von Samurai. Ein Einzelstück. Und unbezahlbar. Wie unser Narr überhaupt an so etwas Wertvolles gekommen ist? Nun ja, er ist Nancys Sohn. Genau, die Nancy, die Keyboard in der Band gespielt hat, als dieser rotznäsige Bengel mich noch Tantchen genannt hat. Du wirst mir das Album besorgen. Ich glaube nicht, dass sie das schon verkauft haben. Vermutlich ist das irgendwo bei ihnen verstaut. Und wenn es sich einrichten lässt, dann bring für einen kleinen Bonus doch auch das Auto mit. Ich schicke dir die Koordinaten von dem Typen, der die Sachen hat. Übrigens leckt er leidenschaftlich gern die Stiefel der Fifth Street Gang. Dich erwartet also ein weiterer Narr. Ein äußerst sturer. Okay. Cool, I guess. Ich würde ja gerne mit meinem schallgedämpften... Okay, meine technischen Fähigkeiten sind offensichtlich gesunken. Wie gesagt, ich möchte jetzt aber eigentlich ungern skillen. Das möchte ich eigentlich erst machen, wenn... Stoff hier nicht rein, okay. Möchte ich eigentlich erst machen, wenn... Wieso ist dein Kopf so schief? Pass auf, ja. Wir machen erst... Wir können nicht mehr... What the fuck, Alter, was ist... Umholen. Was habt ihr gegen mich? Was habe ich euch getan, hm? Dafür habe ich 20 Gewalt? Was ist denn mit dem Spiel los, ey? Ich habe irgendwie mehr Quick-Lex gefühlt. Okay, pass auf, ja? Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte die umpolen. Leck mich am Arsch. Alter Schwede. Bisher gefällt mir alles, was ich sehe, noch nicht. Also, die Waffen machen überhaupt keinen Schaden mehr. The fuck, Alter. Was ist mit dem Revolver los? Der macht ja gar keinen Schaden mehr. Eben gerade noch war das eine richtig, richtig starke Waffe. Jetzt komplett nutzlos. Cool. Also, allein schon, weil der kein One-Hit mehr. Junge, was ist denn hier los? Haben die überhaupt noch einen Schaden, den die an sich machen? Schaden. 155. Der macht nur noch 100... 101 Schaden macht der nur noch. Die macht 456. Hat aber keinen SPS mehr. Also man hat keine SPS-Anzeige mehr. Wie viel macht die? 280. Das ist halt legitim gar nichts, ne? Hallo? Möchtest du... Ehrlich? Mann, der hat echt Krebs, der Schuh. Hallo?
Okay, schieß ihm halt nicht ins Gesicht, so wie es gerade angezeigt wurde. Macht exakt gar keinen Schaden oder was? Sehr wenig. Ist belastend, ey. Cool. Trifft nicht mehr. Jo, trifft gar nicht mehr einfach. Die Waffe trifft nicht mehr. Wozu habe ich eine Smart-Waffe, wenn die nicht mehr trifft, Alter? Mann! Also, Messer sind auch nicht effektiver geworden. Bisher sind einfach alle nur unsere Waffen komplett nutzlos. Die Smart-Sniper trifft gefühlt nicht mehr, also... Naja, manchmal trifft sie, manchmal gar nicht. Mehr gar nicht als gut, würde ich behaupten. Also ich würde sagen, das Spiel hat sich gerade nicht verbessert. Eher das Gegenteil ist der Fall. So, umholen. Umholen. Nee. Umholen. Umholen. Ich wollte übrigens nicht gesehen werden. Okay, funktioniert auch aber mal einfach nicht mehr. Wir können mal kurz die Shotgun überprüfen, wenn ich gerade schon wieder in Probleme geraten bin. Ja, Schrot ist okay. Man kann die Dinger nicht mehr spammen, oder was? Warte mal, habe ich keine mehr? Ich habe keine mehr. Ich hab gar keine mehr. Spiel, was zum Fick ist los mit dir? Warum nimmst du alles weg? Keine technischen Fähigkeiten mehr. Ich kann doch nicht Spiel 100% verändern, ohne da irgendwie darauf einzugehen. Also das Spiel hat sich komplett verändert. Ich kann nichts mehr machen, was ich vorher getan habe. Also ich kann nicht mehr heilen. Ich habe keine Heilung mehr. Meine Waffen machen alle keinen Schaden mehr. Ich kann nichts mehr aufbrechen, was ich vorher konnte. Ich glaube, ich muss komplett reskillen jetzt erstmal. Warum? Spiel, warum? Ich habe zwei Stück. Ich habe auch nur zwei Granaten. Meine gesamten Granaten sind weg. Nee, sind noch ein paar da. Aber halt auch immer nur so zwei. Okay, ich scheine jetzt allgemein nur noch zwei Granaten zu haben, wenn ich das richtig sehe. Alter, was ist mit diesem Spiel? Warum? Also ich möchte sagen, es war vorher nicht perfekt. Auf keinen Fall. Jetzt ist einfach nur komisch. So, danke. Speichern hier mal. Und ich gehe auf jeden Fall auf die Shotgun, weil die ist gut. Aber alles andere ist plötzlich komplett nutzlos. Die Sniper ist echt nicht gut. Die macht gefühlt gar keinen Schaden mehr. Und beziehungsweise sie trifft einfach nicht mehr. So, ich kann die Tür hier aufmachen. Dabei sieht mich zum Glück keiner. Jetzt können wir hier den Bums mal angucken. Implantate, billig. Ja, komm, verpiss dich. Sekunde. Das wollte ich nicht. Und dafür ist mir heute zu spät. Ich habe gedrückt gehalten, aber okay.
Danke. Dateien. Fahrzeug zu verkaufen. Bla 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 bla. Okay. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen nachvollziehen, dass ich jetzt ein bisschen überfordert gerade mit der ganzen Situation bin, weil das Spiel ist halt jetzt ein anderes. Es ist überhaupt nicht mehr das, was es vorher war. Ich möchte nicht sagen, dass das schlecht ist. Aber es ist halt gerade... Ja, ungewohnt ist gar kein Ausdruck dafür. Ich weiß übrigens nicht ganz genau, was ich in diesem Dreckloch hier tun soll. Da komme ich nicht durch. So, mein Freund, ja. Der hatte scheinbar keine Waffe vorher. Schon mal schlecht. Kann ich hier irgendwas machen? Du reagierst nicht darauf. Okay, das ist sehr schade. Knack. Nächsten weg. Ich überziehe heute ein bisschen. Weil ich ja einfach mit der Gesamtsituation hier gerade komplett überfordert bin. Und überhaupt nicht weiß, was ich tun soll. Speichern. So. Schade, da sitzen noch zwei, die kann ich mir gerade nicht angucken. Klar, ich kann dadurch hier angucken, aber. Genau, guck mal wieder woanders hin, du Assi. Zack. So, kurze Realitätsüberprüfung. Ne? Da ist noch irgendwo eine Kamera, da. Das dürfte die Karre sein. Gehe ich mal von aus. Wen haben die gefunden? Ja, okay. Die sind nach alter Theorie nicht aggressiv gerade. Ist nicht so cool, dass die hier hinter quasi stehen. Kann ich das da als Ablenkung machen? Lust auf eine Spritztour? Mal kurz weg hier. Kannst du nicht immer aufstehen wie? Also die Shotgun ist sehr viel besser geworden als vorher. Und die war vorher schon echt nicht schlecht. Kannst du bitte mal wieder auf meiner Seite sein? Danke.
Pass auf, ja? Machen wir mal so. Okay, ich wollte eigentlich über Bande werfen, aber es hat nicht so gut geklappt. Schnauze. So. Boah, alter Schwede, ey. Kampfsystem hat sich komplett verändert. Jetzt werden Leute sagen, nö, das ist genauso wie vorher. Nein, Bruder, das ist halt ganz was anderes jetzt. Also, kämpfen ist viel... Ja, was ist realistischer? Also, es ist viel, viel... sagen wir, realitätsnah geworden. Weil vorher war halt so, ja, Geld einfach rein, kannst dich zwischenboosten die ganze Zeit, ist eigentlich komplett irrelevant alles. Ein Booster nach dem nächsten reinwürfeln, fertig. Ich habe keine Booster mehr, es kann einfach sein, dass das jetzt einfach scheiße ist, weil ich jetzt gerade keinen habe. Und dass ich wieder so viele kriege, dass es wieder irrelevant ist. Johnnys Schuhe. Geiler Gig. Danach waren meine Stimmbänder so im Arsch, dass ich eine Woche nicht reden konnte. Muss großartig gewesen sein. Was, der Gig? Nein, eine Woche ohne dein Gelaber. Boah, einfach wieder die unfreundliche Wie. Wir haben Johnnys Schuhe. Haben die... keine Stats? Die haben keine Stats. Warum haben die keine Stats? Also die sind angeblich besser. Warum? Keine Ahnung. Sind sie einfach. Okay. Johnnys Schuhe sind besser. Gut. Die sind alle keine Stats mehr? Die haben alle keine Stats mehr. Ich spiel, warum nicht? Was ist denn mit dir los? Ich habe 49 Punkte zu skillen. Warum auch immer. Ne, also... Gut, also zum nächsten Mal lesen wir auf jeden Fall erstmal durch, was wir jetzt Neues skillen. Ich denke, wir müssen komplett umskillen. Und mit komplett meine ich 100%. Was mich erstmal belasten wird, weil ich hatte vorher schon keine Ahnung, was ich geskillt habe. Jetzt habe ich noch weniger Ahnung. Ich dachte eigentlich, ich habe mich ganz gut geskillt bis jetzt. Wahrscheinlich überhaupt nicht, aber... Ach, du kleines Schwein, lebst noch. Jetzt nicht mehr. So. Gut. Wir können das auch klauen. Das machen wir jetzt auch noch. Ich weiß, paar maßlos überzogen. Ich habe ja gesagt, wir machen es heute noch fertig. Der ist echt schnell, möchte ich mal anmerken. Was? Die Infektionen gehen nach oben, Schimmer, bla bla bla, aber genau das ist so wichtig, musst du sagen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Komm, schau nicht bei Autofix vorbei. Ich hab gerade geschäftlich so jemanden. Ja, okay, danke, verpiss dich. Geh mir nicht auf den Sack. Ich will bloß das Beste für dich wie und Autofix erhalten. Hat halt den besten Wagen, ganz nett City. Ja, okay, aber nicht jetzt. Krass, echt schnell möchte ich mal anmerken. Hui. Also ich glaube, Endgeschwindigkeit ist bei dem gar nicht so gut. Ah, wobei 150 Meilen. Der bremst auch mal gut. Ah, Lenkung ist glaube ich besser als ich erwartet habe. Ich kann übrigens nicht weiterfahren, also ich musste ihn hier stehen lassen. Bring die Aufnahme zu Dan. Servus, Schnösel. Ne? Stricher? Ich hab deine Bootlegs. Hä? Welche Bootlegs? Wovon redest du? Die von den Samurai-Konzerten, die ich besorgen sollte. Okay, sag das doch gleich!
Scheiße, Mann! Hast du auch die Karre? Ja, steht unten. Sag mal, bist du high? Was denn? Problem damit? Du hast echt keine Ahnung, was es heißt, Promi-Kind zu sein. Versteht keiner. Außer vielleicht Yorinobu Arasaka. Gott, bist du unsympathisch. Kommst nicht klar mit deiner Mom, ha? Ohne Scheiß. Ich weiß nicht mal, wann ich sie zuletzt Mom genannt habe. Sogar für mich ist sie nur Bess Isis. Nicht Mutter oder Nancy. Die unglaubliche, einzigartige Bess Isis! Scheiße. Bist du ein bisschen kaputt, wa? Hab den Wagen unten geparkt. Der Schlüssel steckt. Was? Dein Ernst? Das ist ja der absolute Amateur! Boah, Bruder, ich steh vor dir! Schrei nicht so! Jetzt kriegst du gleich die Kugel in den Kopf. Meine Fresse, ey. Der anstrengend. Richtig gute Arbeit, Vieh. Danke. Unser Kunde ist froh, dass er die Aufnahme und auch noch das Auto bekommt. Ist mir gar nicht aufgefallen. Wenn der Kunde zufrieden ist, ist der Fixer es auch. Und du hoffentlich auch. Auftrag erledigt. Deine Bezahlung ist unterwegs. Ein Peugeot. Cool. Ja, gut. Alter, was? Eins noch. Am nächstliegenden Übergabeort wartet ein kleiner Bonus auf dich. Wo ist denn der nächstliegende Übergabeort? Über 30 Minuten, ey. Nee, Performance übrigens nicht besser. Ich kann immerhin noch hochspringen. Das hätte mich auch belastet, wenn ich das nicht mehr könnte. Servus. Belohnung abholen. 25.000, Junge? Okay, gut. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal gucke ich mir den ganzen Scheiß mal an. Keine Ahnung, was wir da machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Und bis dahin. Tschüss.